Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Balloons Tower Defense. In der Folge spielen wir zwischen Düffler Map auf schwer und eine alternative Ballonrunde, sondern nur mit Zauber offen und schauen wir mal, wie wir da das jetzt hinbekommen würden. Also ich würde sagen, wir setzen als erstes einfach mal einen Ninja offen, weil er kann dann gleich Darmballons und alles abwehren. Und schlecht ist er auch nicht. So haben wir dann halt. Können wir mal ein bisschen schauen, was wir dann nachher machen. Wir setzen dann als nächstes gleich Magier offen. Daneben. Weil sonst wird das nicht lang gut ausgehen. Ich glaube, wir spannen gleich einfach mal auf die Adora. Das hat den Grund, dass wir einfach dann einmal den Höllen setzen können. Ich würde sagen, wir entfernen erst einmal dort die Reifen. Setzen dann da erst einmal einen Alchemisten. Das war jetzt dann da vorne hin. Das hat den Grund, damit wir dann da unten eine skillen können. Schneller werfen. Und dann Spuren zu Gold und Gummi zu Gold. Und wir dann dadurch mehr Gold dann gleich kriegen. Ist nicht so schlecht. Und später gehen wir halt dann in die Mitte, damit wir dann gegen die Mobs auch was haben. Aber das wird, glaube ich, nicht so ein großes Problem. Sandpool, und dann haben wir eh bald schon Spur zu Gold. Und wir haben auch schon Spuren zu Gold. Dann kriegen wir jetzt Bleiballons, was auch dann praktisch ist. Ich würde sagen, wir spannen jetzt gleich nochmal ein paar Alchemisten, damit wir dann gegen die Mobs was haben. Also wir haben jetzt genügend Gold gespart. Ich würde sagen, wir setzen da einen Alchemisten einfach her. Und dann scalen wir in die Mitte auf stärkere Säure, Kältetränke und dann auf instabile Gebäude, wann wir das Gold haben, das restliche. Darmballons sind auch kein Problem normal. Ja. Keine Probleme. Oder. Ja. Jetzt gehen wir da jetzt noch instabile Gebäude und dann leveln wir unseren Ninja-Affen auf, dass wir gegen Darmballons auch was haben. Ich würde sagen, wir skillen oben eine Doppelschuss, dass er mehr hat. Unten Duschschurikens und Krähenfüße. Und das dürfen wir jetzt dann keine Probleme haben gegen Darmballons. Ich würde sagen, als nächstes können wir eigentlich da schon einen Superaffen so ziemlich mittig ersetzen. Dann in die Laser gleich skillen. Hoffentlich haben wir es noch bevor die. Gut, da der erste Mob kommt, aber ich glaube, das wird keine Probleme geben. Ja, Laser. Ja, das. Ich glaube nicht, dass wir da, dass das durchkommt. Jawohl. Huch, da gehen ein paar runter. Ich glaube, wir gehen da erst einmal da einer. Ich wollte ist so oder so unten eine skillen, damit wir den Necromancer-Fähigkeit haben. Aber die sind gerade ziemlich durchgegangen. Da hat unser Ninja auf jeden Fall mal allein alles geschafft. Haben wir jetzt Necromancer A. Haben wir da keine Probleme. Vor allem nicht gegen Dampaloons. Ich würde sagen, wir skillen vorne in unseren ersten Alchemisten eine Gummi zu Gold. Das eure Mix. Einfach, damit wir das da fertig haben. Damit da ein paar normale Balloons zu Gold verwandelt, was wir dann auch mehr Gold kriegen, was eh praktisch ist dann. Ich würde sagen, wir skillen in unseren Superaffen weiter ein, dass wir dann überhaupt keine Probleme mehr für gegen Mobs haben. Aber schaut gut aus zur Zeit. Kennen wir eigentlich geilen Druiden. Da skillen wir oben eine. Hartdonnen und Donnerblitz. Donnerblitz ist noch nicht so gut. Aber dann da Sturmdruide. Weil normal, ja, was wir es geskillt haben, teilt sich das jetzt in drei auf. Was nicht schlecht ist. Ich hoffe einmal, das macht's mit dem Kugelblitz auch. Aber das werden wir gleich sehen, wenn wir 5940 zusammen haben.
Jawohl. Und er schießt immer noch Tornados. Also ja. Ich würde sagen, wir skillen unten eine besser. Und das erste rote Schiff kommt, aber ich glaube nicht, dass wir da irgendeine großen Probleme haben. Ja, das ist eh weg. Irgendwie, ich habe überhaupt nicht gewusst, wohin ihr das Gold jetzt einstecken könnt. Deswegen hätte ich mal gedacht, warten wir noch ein bisschen. Dann haben wir die 23.000 für den Sonnenavatar. Ja, wir haben es jetzt halt gleich irgendwie, ja, ungefähr bis da war das Weiteste, was wir jetzt durchgekommen sind. Aber ich glaube, mit dem Sonnenavatar ist Schluss mit lustig. Und wir skillen einfach in der anderen einer. Da können wir da bessere Tränke und dann, ja, wisst ihr nicht, können wir einfach ein paar neue hin platzieren. Gut, das haben aber da rasiert jetzt eigentlich gut durch. Können da eigentlich nur den da noch ein bisschen upgraden. Ich würde sagen, setzen wir halt ein bisschen andere hin. Können wir da noch an oben eine skillen. Der anderen finde ich bei Druiden nicht so gut. Deswegen gilt eigentlich nur oben einer. Und was ich bemerkt habe jetzt dann durch das letzte Video, wo ich die Odyssey Challenge gemacht habe, ist eigentlich beim Zauber offener Atem des Drachen ziemlich starker. Er macht gut Damage. Sind etwas so bei der anderen sinnvoll ist. Weil da Ninja-Affe Skill immer so einer. Druiden wäre ja auch so einer Skillen. Alchemisten haben wir eh zwei Unterschiede her, wo man wahrscheinlich. Da können wir wahrscheinlich noch einen zweiten Gang-Mobs hinsetzen. Also weit kommt man irgendwie die Schiffe überhaupt nicht. Okay, das war jetzt ein bisschen wieder weiter mal. Aber sonst kommt man sie eigentlich gar nicht einmal da irgendwie durch. Sagen wir setzen einfach noch einen Alchemisten daher. Gehen da noch gegen Mobs, damit überhaupt kein Problem gibt. Vielleicht noch ein Ninja-Affen, damit wir keine Probleme haben. Geht da noch her? Ihr habt gesehen. Da noch oben einer, damit wir noch gegen Dampaluns noch ziemlich gut sind. Sonst weiß ich nicht, was wir noch setzen können. Wir haben eigentlich so ziemlich alles. Weit kommen wir nicht. Das war gerade knapp. Sehr knapp. Aber unsere Affen haben das auch noch alles geschafft. Gut, dass ich noch einen zweiten Ninja-Affen gesetzt habe. Sonst wäre das, glaube ich, nicht so gut ausgegangen. Genau, wahrscheinlich setzen wir es uns einfach noch, weil wir das Gold haben. Dann noch einen zweiten Super-Affen hin. Gehen den auf Rückschlag. Also machen wir einen Batman raus. Ja. Das erste feuert Verzi gleich langs gleich bis dahin. Ich glaube, dass wir bis daher so irgendwie kommen. Ja, wie gesagt habe, aber ich würde sagen, wir spielen noch weiter. Beispiel, weil wir müssen noch einen Batman, wir ist halbwegs ein Batman in unsere Runde kriegen. Ja, wir sagen, wir können da Schwarzer Ritter und Plasmastrahl machen. Das schadet auch gut einer. Schwarzer Champion kostet übertrieben viel. Das Sonnentempel, deswegen würde ich sagen, das können wir nicht einer. Ich glaube, wir skillen unseren schwarzen Magier einer. Dass wir da Fürster Finsteres haben als nächstes. Ja, wir können jetzt ein Zauberaffen gleich upgraden. Aber ich glaube, wir haben nicht wirklich eine Probleme jetzt an. Das Einzige, was mir wirklich dann Angst macht, die schwarzen Schiffe. Die sind gerade nicht immer die rasieren einfach mal durch wie nix. Ja, die ersten schwarzen sind sogar Kuman. Obwohl sie gar nicht einmal wirklich durchkommen sind, was relativ gut ist. Aber trotzdem, die das nie unterschätzen, weil die sind da. Und auf einmal durch.
Deswegen skillen wir da, dass wir da auch noch gegen alle möglichen Dinge haben. Schauen wir mal, ob wir Runde 100 bekommen. Würde sagen, weil es so schön ist, setzen wir da schön in die Mitte an Superaufen hin. Skillen ihn an Roboter. Einen schönen Roboter haben mit Plasma Strahlen, damit er hinten da auch noch mal aufräumt, falls irgendwas da jetzt durchkommt. Aber sonst fokussieren wir uns, würde ich sagen, weiter vorne. Ich glaube, wir können jetzt unseren Roboter machen. Das einzige Praktische ist, er hat halt zwei Plasmastrahlen. Die schwarzen kommen jetzt auch gar nicht durch. Also könnte sogar gut passen, dass wir in 100 100 hinkommen. Also sehr weit kommen sie nicht durch die ganzen Schiffe von unserem Lord der Finsternis oder Fürst der Finsternis halten eigentlich die ganzen restlichen auf, die was durchkommen, das ist ziemlich praktisch. Ich weiß gar nicht einmal mehr, wo ich was einskillen soll. Also schnell kriegt man auch jetzt mal Geld. Ich kann jetzt eigentlich nur mehr. Huch, jetzt kommen die Schwarzen schon weiter. Das finde ich nicht praktisch, aber unsere Schiffe halten Gott sei Dank noch einiges auf. Da kommt da schon das erste Schiff. Gut, dass wir alles eingesetzt haben gerade. Aber wir können jetzt da schon einmal die ersten einsetzen. Und relativ weit, das macht, das finde ich jetzt nicht super. Holen wir uns gleich den Phoenix. Kommt eh nochmal daher. Dann setzen wir alles nochmal ein, was wir haben. Hallo. Willst du einmal kaputt gehen? Danke. Wir scheinen da jetzt alles drauf, was wir haben, jedes Mal, wenn es geht. Aber ich glaube, wir haben das. Das kommt nicht durch. Ja, also sind die nicht schlecht. War knapp, muss man sagen. Wenn wir jetzt wieder 20.000, ich würde sagen, wir wollen den Techno-Terror, weil sonst können wir eh nichts Großes upgraden. Und lassen weiterlaufen. Wir haben trotzdem noch Angst, weil die Schwarzen gern durchgehen. Huch. Huch, 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 huch. Was? Ja. Okay. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber dann war es das ja schon. Wir haben mit Zauber offen über 100 Runden geschafft. Ist nicht schlecht. Ich würde sagen, das war's von der Folge. Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen. Und ihr könnt doch hinten die Kommentare schreiben, ob ihr es besser gefunden habt, wenn ihr nur an kurz Überblick gegeben habe, was ihr abgegradet habt oder so wie heute, dass wir es gemeinsam abgegradet haben. Würde mich freuen, wenn ihr da was schreibt, was euch besser gefallen hat. Und damit war es dann auch schon von der Folge. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.